lese. Stiftung Warentest, Medikamente im Test, 9000 Arzneimittel geprüft und bewertet. Im Kapitel Hauthaare bin ich angekommen bei dem Abschnitt Wunden und es geht um die bewerteten Medikamente und Wirkstoffe und der Reihenfolge nach, der alphabetischen Reihenfolge nach den Wirkstoffen und Wirkstoffgruppen bin ich angekommen bei den Antiseptika und es gibt zwei Antiseptika, die vorgestellt werden, nämlich das Povidonjod. Das ist grün bewertet, geeignet zur Desinfektion von Haut und Wunden. Und das Etacridin, das ist rot bewertet, wenig geeignet zur Desinfektion von Haut und Wunden. Das Mittel hemmt die Wundheilung, wirkt nur unzureichend und löst häufig Allergien aus. Ich lese vor. Antiseptika. Erstes Antiseptika. Povidonjod, die Bewertung grün, geeignet zur Desinfektion von Haut und Wunden. Das zweite Antiseptika, Etacridin, die Bewertung rot, wenig geeignet zur Desinfektion von Haut und Wunden. Das Mittel hemmt die Wundheilung, wirkt nur unzureichend und löst häufig Allergien aus. Der erläuternde Text. Mit Povidonjod lassen sich Haut und Wunden desinfizieren. Auch Etacridin wird zur Desinfektion von Wunden angeboten. Letzteres wird in Wasser aufgelöst und für feuchte Umschläge, Spülungen oder Bäder genutzt. Es tötet aber nicht alle wichtigen Erreger ab, kann die Wundheilung hemmen und zu Kontaktallergien führen. Wichtig zu wissen. Ist eine längerfristige Behandlung mit Povidonjod nötig, sollte der Arzt regelmäßig die Schilddrüsenwerte kontrollieren. Wenn Sie auf Jod allergisch reagieren oder unter Schilddrüsenüberfunktion leiden, dürfen Sie das Medikament nicht anwenden. Besteht eine Störung der Schilddrüsenfunktion, die nicht immer mit Beschwerden einhergeht, kann es bei der Anwendung von Povidonjod zu Herzrasen, Unruhe, Schwitzen, Gewichtsabnahme, Schlafstörungen und/oder höherem Blutdruck kommen. Wenden Sie sich bei solchen Symptomen an einen Arzt. Ich lese den ganzen Abschnitt nochmal vor. Besteht eine Störung der Schilddrüsenfunktion, die nicht immer mit Beschwerden einhergeht, kann es bei Anwendung von Povidonjod zu Herzrasen, Unruhe, Schwitzen, Gewichtsabnahme, Schlafstörungen und/oder hohem Blutdruck kommen. Wenden Sie sich bei solchen Symptomen an einen Arzt. Bei der Anwendung von Etacridin können Krampfanfälle und Kopfschmerzen als Nebenwirkungen auftreten. Reagieren Sie auf den Wirkstoff mit einer Allergie, kann das Gesicht anschwellen und am ganzen Körper können sich rote Stellen mit Bläschen bilden. Wenden Sie sich an einen Arzt. Für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Povidonjod darf bei Säuglingen unter 6 Monaten nur mit Vorsicht angewendet werden. Für Schwangerschaft und Stillzeit. Etacridin sollte in der Schwangerschaft und Stillzeit vorsichtshalber nicht eingesetzt werden. Es geht weiter mit Bakterienzubereitung und die sind rot bewertet, wenig geeignet bei Wunden, weil die therapeutische Wirksamkeit nicht ausreichend nachgewiesen ist. Gut, bis gleich.